Herzlich willkommen. Uns fehlen so ein bisschen die Superlativen. Ist zumindest gerade aufgefallen. Denn Smirnoff ist da. Servus. Hidan ist da. Hallo. Und Kim Jong-Flo, das bin ich, der ist auch da. Und wir haben den Landwirtschaftssimulator 2015. Geil. Schon vorher. Wir haben ihn gekauft jetzt. Also wir haben ihn ganz normal gekauft, haben ihn als Download bekommen und ja, alles ist wunderbar. Ja, und wir sind einfach nur begeistert, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Wir müssen nochmal Leiter stellen. Boah, ja, Leiter stellen müssen wir alle ein bisschen. Und vor allem die Bewegung, die Bauern bewegen sich jetzt auch mal normal. Also du siehst aus, als wenn du dich ganz normal bewegen würdest. Guck mal. Wenn du läufst, das sieht so aus wie der Checker vom Mega, ja, so richtig so. Ja, ja, so siehst du auch ein bisschen aus. Wir wollen jetzt direkt mal anfangen mit dem Grubbern hier. So. Es gibt sogar Blinker links und Blinker rechts. Den kann man einstellen. Und Warnblinker. Standardmäßig, muss man sagen. Standardmäßig. Licht können wir auch anmachen. So, und das Gewicht haben wir schon dran. Das können wir auch senken. Das ist geil. So, wir heben das Gewicht mal. Jetzt koppeln wir hinten nochmal den Grubber dran. So. Und jetzt senken wir den Grubber. Na, hier noch nicht. Also, der Blinker geht leider nicht automatisch aus. Aber die ganzen Gerätschaften haben auch einen Blinker. Ist und es gibt aber keine Fahrstufe 2 mehr. Ist mir aufgefallen. Kann das sein? So, Grubber. Hey, der Typ bewegt sich ja beim Lenken. Es lebt. Er bewegt seine Arme. Stimmt, Tatsache. Boah, das hat gerade geleckt, weil ich das Licht angemacht habe. Oh. Ja, da habe ich auch gerade gemerkt, ja. Jetzt habe ich das Licht wieder ausgemacht. Nee, jetzt habe ich hinten angemacht. Ah, jetzt geht wieder alles. Oh, und du fährst dich richtig fest hier. Du musst richtig beim Grubbern, musst du richtig kämpfen. Du kannst nicht mal einfach so drauf losgrubbern. Ja, geil. Oh, lol. Du fährst... komm mal rum. Also, entweder mache ich alles hier falsch jetzt gerade beim Grubbern. Aber du bist gerade... Such dich ja gerade. Warte mal, ich steig mal ganz kurz aus. Boah, sind gerade so geil. Also, grubber mal eine Runde. Grubber mal, fahr vielen, mal eine Runde. Vielen, vielen Dank, Giants. Ja. Wirklich vielen Dank. Das ist echt fantastisch, was Giants da auf die Beine gestellt hat. Kann man nicht anders sagen. Leute, ich freue mich schon auf den 17er Teil. So, wir melden uns dann beim 17er Teil wieder. Wie wär's, wenn du mal den Grubber mal hochnimmst hier, ey? Ach. Egal. Unkraut muss auch gepflügt werden. Ja. Ja, aber jetzt, ich krieg die 2 nicht rein. Nee, 2 geht nicht. Du musst mit 3 kannst du fahren. 3. Ja. Merkst du das? Wie du richtig. Ja. Du musst richtig gegen ankämpfen. Du musst beim Grubber musst du echt. Man muss jetzt wirklich beim Grubbern mitsteuern. Also, das ist wirklich realitätsnah, finde ich. Oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Darauf erstmal einen Schluck, ey. Mann, ey. Leider. Sogar Schmetterlinge sind hier sogar. Leider kann man die Felder jetzt bisher noch nicht kaputt machen. Das finde ich sehr schade. Kaputt machen die Felder? Ja, indem man durchfährt. Ach so. Alter, die Fahrspuren hier vom Wenden. Wo sind die Fahrspuren? Das siehst du nicht, wo ich gerade gewendet habe, auf dem Boden die Fahrspuren im Gras. Nee, ach doch, da. Ja, jetzt sehe ich sie. Wenn ihr wollt, kann einer schon ernten. Ich habe jetzt fertig gedüngt alles. Ja, warte, ich komme sofort. Ich muss noch eine Runde, wie ich noch grubbern hier, bevor ich den Helfer einstelle. Um das den Leuten nochmal zu zeigen und auch, wie das beim Fahren selber aussieht. Man muss echt kämpfen beim... Halt dich fest, beim Start, Mähdrescher, ja, quietscht das Rohr nicht beim Ausfahren. Was? Wie klingt denn die Hupe überhaupt? Absolute Neuheit. Die Hupe klingt aber scheiße. Oh mein Gott, ich fahre ein Mini-Twinko. Also die Hupe ist noch schlimmer geworden als... Ja, und das ist echt scheiße. Aber es gibt anscheinend keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr, zumindest. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung? Ja, also in dem, wo man arbeiten kann. Also ich war jetzt Stufe 3 und hab das rangehangen. Und hab den Streuer hinten an. Okay. So, ich stell jetzt meinen Helfer ein. Oh. Hatte der Mähdrescher schon immer eine Piep-Einrichtung, wenn er rückwärts fährt? Nee. Der Piep, wenn du rückwärts fährst. Die hat deine Mutter auch erst, seitdem sie 120 Kilo wiegt. Ne? Ja.
Mutterwitze schon wieder an. Oh, Entschuldigung. Rohrablage anschalten, Strohhäcksler ausschalten. So. Lass ein bisschen Strohhäcksler an. Ich kann ja eh nichts mit dem Strom machen. Was zur Hölle? Keine Ahnung, was ich damit mache. So, ich komme mal zu euch rum. Wo seid ihr denn überhaupt hier? Wo sehe ich euch überhaupt hier? Springer-Tab, ich bin gerade ausgestiegen. Wie kann ich denn die normale Karte aufrufen? Achso. Drück mit mal die I und dann 9. Musst du durchscrollen. Drück mal X. X. Wenn du da drin sitzt. Weißt du, was das bringen soll, die Klappe darum aufzumachen? Ja, da kannst du anfangen zu arbeiten. Vorher kannst du nicht arbeiten. Echt nicht? Erntemaschine aufklappen? Wieso? Ich schalte mal den Ernter an, warte mal. So, Ernter anschalten. Ah, das Gerät Erntemaschine zuerst. Ah. Oha. Ja, vorher kannst du nicht arbeiten. Und mit Fahrstufe 3. Guck mal, wie dreckig meine Reifen schon sind. Guck mal, wie dreckig schon mein Traktor schon ist. Der Kipper vom Startding ist ja geil. Keine bewegliche Achse. Man kann mit dem Ding rückwärts fahren vielleicht. So. Was kann ich mit der Maus jetzt hier machen? Ach so. Ah, die Höhe einstellen, okay. Oh lol, das Absenken dauert ja richtig lange diesmal, gell? Hohoho. Das Absenken? Ich hab ein Steuer abgedeckt. Alter, ist mein Traktor schon dreckig. What the fuck, ey? Loaden? Ja. Wo wolltest du jetzt hinfahren? Ich wollte das Schneidwerk heben und dann wollte ich die nächste Runde. Ja, weil du immer weiter aufs nächste Feld zugefahren bist. Ja, sorry. Irgendwer schreibt mich die ganze Zeit auch bei Steam irgendwie, textet mich die ganze Zeit bei Steam voll. Mach doch Steam aus. Ach, du kannst nicht, du hast keine Zeit. Das dauert ja ein bisschen, bis du voll bist, denke ich mal, oder? Ich habe jetzt 4%. 4%, okay. Das sieht man hier auch in der Anzeige am Mähdrescher, da sieht man das auch innen drin. Das finde ich auch echt extrem gut gemacht. Du siehst, wie voll du gerade bist. Ohne zu blasen. Was? Merkst, wie voll du bist, ohne zu blasen. Ja, richtig. Oh lol, das Ding zieht ja richtig mal weg. Der Grubber, der Flug. Ja. Ja, der Grubber auch. Muss richtig aufpassen beim Fahren. Boah. Der ist aber ganz schön klein, der Flug, ne? Fällt denn hier so ein scheiß Hänger im Weg? Ich? Steht er einfach noch auf dem Feld? Oh, zur Sache, da steht auf dem Feld. Und wenn du den Meter schon nach ganz unten stellst, dann lädst du auch mehr rein. Also der schneit weg nach unten. Dann gibt es nur noch Tempostufe 3, oder was? Ja. Bin ich gerade am gucken, ob es da noch was anderes gibt. Ich glaube aber nicht. Stellen wir mal einen Helfer ein. Gucken, wie der Helfer das so macht. Der kriegt das ganz cool. Das sieht auch richtig geil aus, wenn du die, was haben wir jetzt hier? Was haben wir gerade? Gerste, ne? Nee, Weizen. Weizen, mein ich doch. Ich verwechsel die beiden immer. Wenn der Weizen sich vorne mit reinzieht. Echt? Lass mal zeigen. Warte. Willst du kurz einsteigen und selber gucken? Haha, du hast. Ah, eine Arbeitshose an. Ich, das sieht das geil aus. Du hast auch eine Arbeitshose an. Ja, das sieht richtig geil aus. Mhm. Lauf mal bitte ins... Genau. Perfekt. Was? Bist du gerade gesprungen? Ich bin nicht gesprungen. Hä? Okay. Also durch das Schneidwerk bin ich durchgefallen. Ja, bei mir ist bis über das Schneidwerk drüber gegangen und dann durch einen Mähdrescher. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz hier dann aus seinem Traktor rausstoßen, weil ich mir das mit Dynamik... Sitzt du noch drinne? Ich sitze doch gar nicht drin, oder? Nee, du sitzt auch nicht drin. Aber ich will mal die Reifenspuren will ich mir mal angucken hier. Das sieht natürlich auch extrem gut aus hier mit den Reifenspuren. Auch wenn der Server ein bisschen leckt gerade. Ja, das ist wegen mir. Lädt sich wieder 100.000 Sachen runter? Ja. Die Beschleunigung ist auch krass hier. Oh, ich hab den Helfer gerammt. Super, ganz tolles Kino. Dieser Kim Jong Flo. Ich möchte mir die Dynamic Pipe möchte ich mir mal angucken. Die Reifenspuren auf dem Feld sehen auch gut aus, ja. Ah, das ist ja geil, wenn der...
Vor allem, wenn du das Schneidwerk hochmachst, Alter, dann bist du richtig schnell mit dem Mähdrescher. Es sieht doch keine Fahrstufe 1 mehr anscheinend. Nee, es so, gibt, dann stell dich mal nebenhin an. Ja, es sieht nur noch Fahrstufe 4 anscheinend. Ja, mal nur ein Eck jetzt befüllen. Nee, 3. Oh, warte. Der Helfer muss erstmal hier fertig werden. Sieht aus beim Helfer, wenn der hier wendet. Ja, so. Mach mal auf. So, jetzt. Okay, jetzt hast du ausgeklappt. Warte mal. Ja, cool aus, ey, da drin. Oh, ich riech schon das Weizen, den riech ich richtig. Fühlt sich überall, aber hauptsächlich auf der einen Seite halt. Ist das wirklich den. Ja? Fühlt sich überall, aber mehr links oben halt. Wenn du von hinten guckst, siehst du es richtig. Ich guck mal, warte mal, von hinten. Von hinten siehst du es richtig. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Ja, guck mal von hinten und dann auf die linke Bordwand. So, ich guck mal, ich bin jetzt hinten drin. Du musst von hinten gucken, nicht von vorne. Du guckst ja von vorne nach hinten drauf. Verstehst du? Da müsste es einen Unterschied sehen. Wenn du jetzt auf die linke Bordwandseite guckst, dann siehst du, hinten im Eck ist es mehr als die andere Seite. Das sieht aber, glaube ich, so aus, weil ich ein bisschen schief stehe. Nein, nein. Bist du sicher? Ja, klar. Das siehst du hier. Guck mal, da hinten ist noch gar nichts drin. Dem einen Eck hier. Also, ich habe rausgefunden, ja, okay. Stimmt. Ja. 1, 2 und 3 funktioniert deswegen nicht, weil du auf 3 machst du den Tempomat 1 und mit 1 und 2 änderst du dann die Stufen der Geschwindigkeit. Ach so. Ach, jetzt sehe ich das auch unten links, unten rechts in der Ecke. Ah. Was machst du da? Mit 1 und 2 änderst du dann die Geschwindigkeit, wenn du mit 3 den Tempomat eingemacht hast. Ach so, ist ja mal geil. Aber ja. Du kannst die Felder immer noch nicht zerstören, du kannst immer noch durchfahren. Ja, das ist sehr schade. So, dann warten wir erstmal, bis der richtig voll wieder ist, der Mähdrescher, und machen dann wieder nur das eine Eck voll bei dir. Ja. Hat doch sehr Futter, wenn man immer noch Handbücher liest. Was? Handbücher? Handbücher? Ja, was? Handtücher, genau. Handtücher? Handtücher. Das ist aber, das finde ich aber gut mit den Tempomatstufen. Ja. Also, es ist echt sinnvoll. So, jetzt mal auf die Karte gucken. Was haben wir denn eigentlich noch so hier rumstehen? Bäh-Maschine. So, ich finde, im nächsten Teil sollten wir uns aber auch ein bisschen. Vielleicht können wir ja schon Bäume fällen. Also im nächsten Paar. Wir haben jetzt noch 7 Minuten. 7 Minuten für einen möglichen. Kann mir jemand mal sagen, wie da überhaupt das Hauptmenü aufgeht, damit ich mal die Zeit runterdrehen kann? Okay. Und dann drückst du oben auf den Pfeil bei Info. Achso, danke sehr. Bitte. Und nun zurück zum Sport. Zurück zu Lück. Ja, der kann sogar die. Pflanzen sterben an oder aus? Machen wir das mal aus. Wieso machst kannst du denn aus? Im Spiel einstellen? Ist das mal geil? Das ist geil. Karte an oder aus? Symbol also auf der kann Karte. Kann ich denn einen Trecker da unten nicht auswählen oder ist das der hier? Alter, was ich aber auch richtig gut finde, ist, dass die Reifen, wenn sie schmutzig sind, also zum Beispiel vom Anhänger. Nee, ich dachte, da würde der Schmutz richtig drüber wachsen. Ach, das ist ein Flug, mit dem er hier fährt. Also ich bin immer noch dabei. Oh mein Gott, der Hahn bewegt sich sogar richtig realistisch. Echt? Würde es? Der pickt auf dem Boden drauf rum und guckt einen an. Warte. Der läuft bei mir da hinten. Wer steht da genau vor mir gerade? Warte, ich komme auch noch zu. Da sieht jemand jeder anders. Dann kann ich sagen, wo er genau ist. Das stimmt, ich vermute, er steht. Bei mir steht er hier, wo ich stehe jetzt direkt auf ihm drauf, neben ihm. Und mir kommt er gerade entgegengelaufen. Hier ist er bei mir. Was eine Synchronisation. Hammer hat, ey. Ja, wer hat's, der hat's, ey. Das ist immer noch das hässliche Vieh vom 30. Teil. Holt mir eine Axt. Du sollst weiter mit dem Mähdrescher fahren, ey. Oh, hat einer mal darauf geachtet, dass wenn man einen Helfer einstellt, ein Lenkrad auf der Karte angezeigt wird? Ja. Ja. Das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Finde ich sehr gut. Was ist das hier? Noch eine Sämaschine. Das ist endlich mal übersichtlich, ne? Ja. Also... Jetzt gucken wir doch mal. Gülle, also wir haben hier, also vor allen Dingen beim Kaufmenü hast du unter Kategorien das unterteilt. Ja. Mit diesen Kacheln, ne? Weil mit denen. Das ist richtig geil, ist das. Ja. Nicht so, wie wo man durchklicken muss und durchscrollen. Aber ein was muss ich
beanstalten an der Karte, wenn du jetzt die Geräte auf hast, ja, wo du jetzt die Geräte auf der Karte siehst, keine Zahlen an den Feldern dran stehen, ne? Nee. Wird doch geachtet. Wo die Wachstum-Dinger sind, dass die Zahlen dran stehen, ne? Der Scorpion King kostet 317.000 Euro, ey. Heiliger Bimbam, ey. Also wenn ich die Karte aufmache, sehe ich alles. Geht jetzt im Hauptmenü wieder. Achso. Ja, warte mal, wo bin ich jetzt? Auf I? Dann Karte. Da ist der Fahrzeugauswahl. Oh, cool. Hackschnitzel, Silage, aha. Reitespeicher, aha. Ah, das muss jetzt alles so nachgucken. Ja? Gut, da fand ich das PDA besser vorher. Ach ja. Mhm. So, ich lade jetzt nur auf einer Seite rauf hier, ne? Also der Meterscher ist voll. Ja. Wieder nur das eine Stück, oder? Welches eine Stück? Wieder nur die oben links. Oh ja. Ja, ja, er wird definitiv. Aber es ist nur minimal der Unterschied, also. Was? Warte. Nee, es ist keine Dynamic-Pipe. Doch, das ist eine Dynamic-Pipe. Das ist eine richtig Dynamic-Pipe. Ja. Jetzt würde mich interessieren, ich bin jetzt 94% habe ich jetzt, ne? Wenn ich jetzt hier mit dem Anhänger mal ein bisschen. Naja, gib mal ein bisschen Gas. Lass mal das Ding kippen. Warte mal. Gib erstmal richtig Gas hier. Mach mal, ich hole mal eben aus. Warte mal, ich hole mal eben Schwung. Also die Tempoanzeige funktioniert auch nicht hundertprozentig richtig, aber es liegt wahrscheinlich am Multiplayer. So, jetzt drehe ich hier mal. Jetzt fahre ich mal hier im Berg runter. Immer noch bei 94%, 8074 Liter. Ich fahre jetzt hier mal im Berg hoch hier. Ich fahre jetzt mal schräg. Startmaschine kostet 26.000. Nee. Also es bleibt alles, der Inhalt bleibt drin. Moment, ich gebe jetzt nochmal Gas. Wie viel kostet die Saatmaschine? 26.000. Ja. Ich habe minus 451. Guck mal, wenn ich jetzt hier runterfahre, passiert nichts. Voll, von den Kettensägen gibt es keinen Unterschied, Leute. Doch, die Farbe. Ja. Und die Marke. Yay! Ja. Kannst du jetzt gucken, wovon du Fanboy bist? Platzierbare Objekte? Nein. Muss man jetzt den Cacher platzieren? Weißt du das? Ja, bei platzierbaren Objekten einfach nach rechts schalten. Also wir haben wieder ein Bienenhaus, einen Treibhaus Tomaten, Treibhaus Salat, Solaranlage, Windkraftanlage, eine Esche, eine Birke, eine Tanne, ein Ahorn, eine Eiche, ein Apple, ein Pappel meine ich. Apple sagt man. Ein Apple? Apple? Veräppelst du mich? The Big Apple, kannst du hier Tiere, Kategorie wählen. Oh, die Kühe wurden ein bisschen teurer. 100%, ich bin voll. Da. So, wo fahre ich denn jetzt am besten hin? Karte vergrößern. Wo aber jetzt mal ernsthaft, das Bienenhaus sieht doch aus wie ein Saloon, oder? Ein bisschen, oder? So. So, ich fahre jetzt mal zum Biomasse-Heizwerk. Ja, was ist denn da? Ich will den Weizen abladen. Ach nee, können wir nur abladen, wo es grün ist, ne? Mal lieber, wo es ist, wo es kostet. Warte mal, grün ist es nur Gras. Was haben wir denn da jetzt? Weizen, gell? Ja. Also. Mühlebahnhof gibt 882. Reederei gibt 1218. Zur Windmühle. Zur Windmühle. Ja, bin ich auf dem Weg hin. Okay. Dabei können wir uns auch ein bisschen noch die Landschaft hier angucken. Und hier die schönen Spiegel nochmal sehen, die wunderbar funktionieren. Ach du Scheiße, ist der dreckig, ey. Boah. Hier stehen ein paar Blockhütten. Schön, also ich muss sagen, die Map ist echt schön geworden. Und vor allen Dingen, das Schönste ist, jetzt kann man wenigstens die Leute anscheißen, wenn sie durchs Feld fahren, denn sie lassen Beweise. Wo muss ich denn überhaupt jetzt hinfahren? Och, die verschwinden wieder, die Beweise, verdammte Axt. Ich glaube, wir haben kein reifes Feld mehr. Nee, ich meine, wo ist der Hof von uns überhaupt? Der ist gerade davon weg. Ach, das ist das hier neben uns, gut. Das mit der Karte ist auch extrem gut gemacht. Also das finde ich extrem gut, dass du jetzt aufmachen kannst, die Felder siehst. Das ist extrem gut, finde ich. Also dieses PDA war sowieso überflüssig, fand ich.
Naja, beim PDA gab es schon seine Vorteile. Man musste nicht komplett ins Menü gehen, man konnte weiterspielen und unten links gucken. Jetzt musst du komplett, hast du den ganzen Bildschirm jetzt voll. Man muss schon sagen, da war das PDA schon besser. Nee. Ich finde das mit der Karte so viel besser. Nee, nicht die Karte da, sondern den Bestand nachgucken. Dann gucken, wo die... Ach so. Wetter ja. Und so ein Krimskram. Ja. Du, ich lade mal jetzt eben ab, ne? Mhm. So, mal gucken, jetzt abladen. Ach, das ist dieses Holzzeug, was da liegt. Ah. Das sieht auch richtig schön aus von der Grafik her. Ja. So, das war... Oh, man sieht sogar noch die Reste von dem Weizen. Sieht man hier. Neben dem Anhänger noch drin. Der Anhänger ist also auch schmutzig. Okay, cool. Part 1. Zeig mal bitte. Ja, steig ein. Ja. Das sieht richtig gut aus. Also unsere Trecker sehen richtig scheiße aus. Wir haben die richtig, richtig schmutzig gemacht. Unseren schönen Hülli-Mann hier, den Prestige. Der ist, es ist der H488, ne? Der H488 Turbo. Bitte überfahr mich nicht. Oh, danke. Muss ich im letzten Moment noch springen. Was denn ihr? Wir sind bei der Abladestation von der... Das Ankoppeln ist auch richtig gut gemacht, finde ich. Das sieht richtig schön aus. Kann ich mitfahren? Warte mal. Oh, guck mal. Die Kollision ist eigentlich ziemlich nah. Also hier fängt es noch nicht an. Ja. Aber hier fängt die Kollision schon an, siehst du? Ja. Aber ich kann leider noch nicht mit. Schieß mal an den. Also häng mal an. Häng mal dran, jetzt fahr mal los. Nee, schade, ich kann nicht mitfahren. Das funktioniert immer noch nicht. Nee, leider nicht. Aber guck mal, wie krass die Räder bremsen. Ich halte jetzt an. Ja. Also ja. Die blockieren sofort. Die blockieren sofort. Genial, ey. So, was nehmen wir denn im nächsten Part? Im nächsten Part sehen wir mal, wie man den Kercher benutzt, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja. Machen wir alles sauber. Oh. Oh, was war das? Ja, habe ich den schon Backen entdeckt? Ja. Also wir testen den Landwirtschaftssimulator 2015 weiterhin fleißig. Wenn ihr irgendwelche Gerätschaften vorgestellt haben möchtet, schreibt es in die Kommentare, sagt Bescheid. Wir machen das sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und achso, genau, wenn euch das Video gefällt, abonnieren und liken. Nicht vergessen. So, jetzt dürft ihr mal Tschüss sagen, Jungs. Tschüss.